Conny. Heute möchte ich euch erklären, wie ihr die Mauser 98 in der Jägerprüfung richtig hantiert. Fangen wir an. Ich habe die Waffe in einem unbekannten Ladezustand bekommen, muss also als erstes Sicherheit herstellen. Dazu mache ich das sogenannte Söseln, das heißt Sichern, Öffnen, Stecherkontrolle und Laufkontrolle. Also als erstes Sichern. Ich habe hier eine Flügelsicherung, das heißt nach links ist die Waffe entsichert, nach oben gesichert, der Verschluss lässt sich aber noch öffnen und nach rechts ist die Waffe gesichert, der Verschluss lässt sich aber nicht mehr öffnen. Das heißt, ich stelle die Sicherung nach oben. Dann die Waffe öffnen. Wir sehen sofort, es war geladen. Wir entladen also direkt. Dann die Stecherkontrolle. Wir haben einen deutschen Stecher oder auch Doppelzüngelstecher, erkennbar an der Stecherschraube zwischen den beiden Abzügen. Zum Entstechen ziehen wir als erstes den hinteren Abzug, dann den vorderen Abzug und lassen dann beide langsam nach vorne kommen. Es war sogar eingestochen. Sollte nicht eingestochen sein, machen wir das Ganze trotzdem, so können wir auch die Funktionsweise des Stechers überprüfen. Das heißt, wir stechen dann selbst ein und entstechen. Alles funktioniert. Nun die Laufkontrolle. Dazu den Hebel von der Waffe wegziehen und den Verschluss entnehmen, die Waffe in eine sichere Richtung halten und durchschauen. Der Lauf ist frei. Den Verschluss zurück in die Waffe. So haben wir die Waffe im sichersten Zustand und könnten die Waffe erklären. Für mich wichtig, das Kaliber der Waffe. Das finde ich auf dem Lauf. Wir haben das Kaliber 7x64. Die Beschläge und auch die Montage müsst ihr eurer Prüfungswaffe anpassen. Nun wollen wir jagen. Das heißt, als erstes überprüfen wir unsere Munition. Die Waffe hat das Kaliber 7x64. Die Patronen auch. Also laden. Und die Waffe schließen. Nun warten wir darauf, was der Prüfer sagt. Nun kommt zum Beispiel ein Bock auf 70 Meter. Ich schaue erstmal nach der Sicherheit. Vorder- und Hintergelände ist frei. Ein natürlicher Kugelfang ist gegeben. Gehe in den Anschlag, spreche den Bock an, entsichere die Waffe und steche unter Sicht ein. Nun könnte ich schießen, aber leider ist der Bock abgesprungen. Das heißt, ich sichere die Waffe, gehe aus dem Anschlag, öffne leicht und entsteche. Ich schließe die Waffe wieder und warte auf die Dinge, die da kommen. Sollte der Prüfer sagen, der Bock ist wieder da, dann das Ganze nochmal von vorn. Das heißt, ich schaue nach der Sicherheit, Vorder- und Hintergelände ist frei, ein natürlicher Kugelfang ist gegeben. Ich gehe in den Anschlag, spreche den Bock an, entsichere, steche die Waffe ein, könnte schießen. Sofort repetieren. Das Stück ist verendet, die Waffe sichern. Nur noch entmunitionieren. Und schon haben wir die Prüfung perfekt gemeistert. Super! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ciao!